Zunächst einmal haben wir die Glocken zurückgegeben aus Fragen der Gerechtigkeit. Es ist großes Unrecht geschehen, als die Glocken den Menschen, den Kirchengemeinden, den Kirchen weggenommen, geraubt wurden. Und ich habe das eigentlich erst viel später entdeckt, als ich Bischof geworden war, dass wir selber solche Raubglocken haben. Und da habe ich sofort gedacht, das muss gerecht werden. In dem Sinn, dass wir die Glocken einfach zurückgeben. Kein Friede ohne Gerechtigkeit. Diese Glocken, mit denen wir es im Rahmen des Projektes zu tun haben, sind allesamt sehr alt. Sonst wären sie überhaupt nicht erhalten geblieben. Und damit sind sie zudem ein Zeugnis für ihre Zeit und haben eine große Bedeutung für die Kirchengemeinden, aus denen sie stammen, weil sie einen Teil ihrer Geschichte darstellen. Die Glocke aus Strascevo, dem ehemaligen Dietrichsdorf, ist von Benjamin Wittwerk 1719 in Danzig gegossen worden. Ihr Ton ist ein H, das Gewicht beträgt 300 Kilogramm, der Durchmesser ungefähr 800 Millimeter. Trägt auf der Flanke eine schöne Darstellung von Maria im Strahlenkranz mit dem Jesuskind auf dem Arm. Heute ermöglichst du deiner Kirche, Herr, Poseglocken zu gießen, um dein Volk zum Gebet zu rufen. Segne diese Glocke und gib, dass die Gläubigen, die ihren Klang lauschen, ihre Herzen und Gedanken zu dir erheben. Sehr bewegend auch zu sehen, dass Gemeindemitglieder aus der Gemeinde Strascevo hier nach Elblag gekommen sind, um ihre Glocke in Empfang zu nehmen. Und die Glocke selber auch wieder zu sehen, die jetzt hier so wunderschön geschmückt vor der Kirche hängt, das ist schon ein sehr bewegendes Gefühl. No, wie pan, ten dzwon, jak został zdjęty z kościoła w roku 40, dla nas to jest no duże wydarzenie, duże, że wraca. Do nas teraz, po tylu latach, ludzie oczekują go jednak. I będzie to miło dla naszej wsi, dla naszego społeczeństwa, że ten dzwon z powrotem zadzwoni na naszym kościele, na naszej wieży kościelnej. Dzwon ma swoją historię. Ten dzwon wraca na swoje właściwe miejsce. Znak właśnie pokoju, czasu pokoju. Żyjemy w warunkach pokoju, normalnego życia w Europie, przynajmniej w naszej części Europy. I to jest ważne. Als wir diese Friedensglocken für Europa, dieses Projekt begonnen haben, konnten wir ja nicht absehen, was geschieht in der Ukraine. So entsetzlich, dass die Bedeutung Friedensglocken für Europa, Friedensglocken in Europa für die Menschen, dass das viel größer geworden ist durch diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine, der bis heute, bis in diese Stunde, nicht weit weg von hier tobt. Durch die Flucht meiner Eltern mit drei kleinen Kindern. Meine älteren Geschwister, 6, 4 Jahre und 11 Monate. Der jüngste von den dreien ist dann an den Folgen der Flucht gestorben. Heute können wir in Frieden hierher kommen. Wir sind versöhnt. Wir sind heute Partner und Freunde in der Europäischen Union. Und die schweren Wunden sind geheilt worden.
Nicht? Und da ist es ein ganz starkes Symbol mit diesen Glocken. Nicht? Sie stellen ja immer eine Verbindung zwischen Himmel und Erde dar. Nicht? Und das zeigt, wir müssen alle immer auch an uns selber arbeiten und Friede zu bewahren. Aber auch solidarisch sein, wenn er bedroht ist. Und insofern sind in schweren Zeiten diese Glocken, die hier wieder dort erklingen, wo sie immer geklungen haben, Jahrhunderten, ein großes Zeichen der Verbundenheit über Generationen hinweg. Und sowas stärkt uns alle im Zusammenhalt. Die Glocke aus Frauenburg bzw. Fromburg ist 1704 von Michael Wittberg in Danzig gegossen worden. Sie hat ein Gewicht von etwa 240 Kilogramm und einen Durchmesser von 710 Millimetern und läutet mit dem Ton Cis. Sie ist der heiligen Maria Magdalena gewidmet und trägt an ihrer Schulter eine schöne Inschrift Gloria in Excelsis Deo. Że możemy w tym spotkaniu przy tak wymownym znaku jak dzwon, mający swoją głęboką symbolikę, którą nam przypomni liturgia, przeżywać to wydarzenie. Dieses Projekt dient der Versöhnung. Der Versöhnung unserer Völker und der Reinigung des historischen Gedächtnisses. Es ist ein Ausdruck der Gemeinschaft in der Verbundenheit in Jesus Christus. So möchten wir diese Glocken nun segnen und ihren weiteren Dienst der Verkündigung entsenden. Przede wszystkim my patrzymy na to jako na pewien gest, czyli znak. Coś, co pokazuje postawę człowieka. I ta postawa jest, czyli nie tylko człowieka w tej chwili, także i wspólnoty. Also die Glocke jetzt nach fast zwei Jahren wieder zu sehen, das war jetzt einfach der Wiedererkennungswert, ja. Genau, mit dem Kreuz drauf, das schöne Zeichen dann auch. Und ich finde schön, dass die Glocke jetzt wieder an ihrem ursprünglichen Ort zurück ist. Wir waren ja vorher und haben diese Kirche angeschaut, wo die Glocke ursprünglich hing und die im Zweiten Weltkrieg auch sehr zerstört war. Und von daher habe ich ein großes Dankbarkeitsgefühl auch, dass diese Glocke ja durch einen Zufall, durch das, dass sie eben den Weg über den Hamburger Hafen und über das Eichtal jetzt wieder hierher findet, dass die Glocke überhaupt noch existiert. Also wenn man den Ort dort sieht, wo die Kirche vorher war, dann hätte sie keine Chance gehabt, hier im Krieg zu überleben. Und das finde ich einfach nochmal auch ein schönes Zeichen, auch wirklich ein Friedenssymbol, weil diese Glocke ja als Friedensglocke jetzt wieder hierher zurückkommt. Jede Glocke ist für sich etwas Besonderes, weil Glocken in verlorenen Formen gegossen werden. Das heißt, um die Glocke nachher zu erhalten, muss man die Form zerstören, um die Glocke aus der Form herauszubekommen. Und damit ist jede Glocke einzigartig. Die Form kann nicht ein zweites Mal verwendet werden. Die Glocken berühren uns so, weil sie oft zu ganz besonderen Zeiten in unserem Leben läuten. Es ist die Taufglocke, es ist es läuten die Hochzeitsglocken und es läutet eine Glocke, wenn wir zu Grabe getragen werden. Dann gibt es Glocken, die uns den ganzen Tag über begleiten, weil sie als Uhrschlagglocke zu hören ist und jedenfalls Glocken, die uns regelmäßig zum Gottesdienst rufen. Und das bringt es mit sich, dass die Glocken viele Menschen doch sehr tief berühren. Die Glocke aus Siegfriedsweide, dem heutigen Cigotti, ist 1759 von Johann Jakob Dornmann in Königsberg gegossen worden, was gar nicht weit davon entfernt liegt. Sie hat ein Gewicht von 450 Kilogramm, einen Durchmesser von 920 Millimetern,
Ihr Ton ist ein G. Auf ihr steht auf der Flanke Sancta Maria, Sancta Johannes, Ora pro Nobis. Also eine Glocke, die der Maria und dem Johannes geweiht ist. Gegen Krieg, gegen Gewalt, gegen Zerstörung und gegen Unversöhnbarkeit setzen wir ein Zeichen. Die einst im Krieg geraubte Glocke kehrt zurück als Friedensglocke nach Chegoti, hier, wo sie ursprünglich zu Hause war. Powiedzieć. No jestem bardzo szczęśliwa, no przecież to był nasz dzwon z tej parafii, więc chyba powinien wrócić, nie? Skoro był nieprzetopiony. Nikt nie wiedział do chwili 2021 roku, kiedy ksiądz powiedział, że takie coś można odzyskać, ten dzwon, że nie zaginął. O, nie zaginął. Że i wróci do naszej parafii, do naszych korzeni tutaj, tej miejscowości. Also besonders im Hopf hängen geblieben sind wir die Glocken, wo wir gekommen sind und gesehen haben, wie wunderbar die aufgehängt wurden an solchen Glockenständern, geschmückt. Und umgeben auch von Leuten, die das angeschaut haben. Da habe ich gedacht, die sind jetzt wieder zurückgekommen nach 80 Jahren, wo sie mal waren und geläutet haben. Das hat mich besonders beeindruckt. Und dann natürlich auch Leute, die auf uns zugekommen sind, sich bedankt haben.